Lass uns eine Leinwand holen. Eine große Leinwand. Okay, das war ein Fail. Der einzige Künstler weit und breit hat einfach Urlaub bis nächste Woche. Das heißt, ich fahre jetzt nach Action und kaufe mir dort einfach die größte Leinwand, die sie haben. Die sind halt auch nicht groß genug. Hier neben ist noch ein Woolworth. Ich versuche es da mal. Das könnte funktionieren. Der positive Teil dieser Leinwand, das hat nur 12 Euro gekostet. Ach, ich bin richtiger Snob, was Leinwände angeht mittlerweile. Aber wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Ich würde jetzt einfach richtig viel Primer draufhauen. Und schlimmstenfalls, wenn der Rahmen komplett auseinanderfällt in ein, zwei Jahren, kann ich es immer noch neu bespannen. Das Video hat ja gerade erst angefangen und deshalb möchte ich eigentlich direkt mal so eine Art kleine Triggerwarnung aussprechen. Denn das Video heute, es fängt zwar alles ganz entspannt und cool an, aber das Thema ist schon ein bisschen ernster. Ich habe mich nämlich dafür entschieden, mein erstes richtiges Bild mit ein wenig Sozialkritik zu malen. Ich mache ja sonst immer eher so Fantasy-Bilder, die einfach hübsch sind, die cool sind, die inspirieren sollen. Und ich finde, das ist mehr als genug. Kunst ist da, um Gefühle einzufangen, und diese Fantasy-Bilder, die fangen auf jeden Fall eine Menge Freude für mich an. Aber es gibt tatsächlich so ein Thema, wo ich immer mehr mit konfrontiert werde, umso älter ich werde. Und ich habe schon irgendwie so Probleme damit, mich richtig auszudrücken. Meine Gedanken und Sorgen in Worte zu fassen. Aber ich muss es ja nicht per se in Worte fassen. Ich kann es auch in ein Bild zusammenfassen. Ich werde am Ende so ein bisschen für euch erklären, was ich genau meine. Dass das hier eine Angst ist, die ich glaube viele von uns haben, vor allem Frauen. Und dieses Bild wird natürlich nicht helfen. Es wird nichts ausrichten, nichts machen. Aber manchmal hilft es einfach, für mich persönlich gehört zu werden. Okay, wenn das jetzt trocknet, werde ich die Vorlagenfotos machen. Okay, die Idee ist ein bisschen eklig, aber es ist Sinn der Sache. Also, ich werde das mit meinem Handy fotografieren, wie sonst auch. Und meine Idee ist das, dass ich so auf den Knien sitze und nach hinten gebeugt bin, so gut es geht. Oh Gott, ich bin ja gar nicht gelenkig. Und es wächst ein Baum aus mir raus. Und natürlich muss ich hierfür nackig sein. Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, ich werde die Fotos in eurer Abwesenheit machen. Ich melde mich wieder, wenn alle Vorlagen fertig sind. Okay, ich habe mir die Fotos jetzt ein bisschen angeschaut und ich habe mich dran gesetzt, es ein bisschen zu bearbeiten, damit das als Vorlage reicht. Erwartet jetzt nicht die Welt. Ich zeige es euch aber mal. Das bin ich. Und ja, Schlawiner, ich habe es natürlich abgedeckt. Ich habe mich erstens so ein bisschen weiter zurücklehnen lassen, einfach damit es was dramatischer ist. Und die Idee ist, wie gesagt, dass da so ein Baum aus meiner Brust rauskommt oder aus meinem Bauch. Und die Wurzeln von diesem Baum, die sind halt um diese Figur drumherum. Genau, und ich hatte schon so vor, dass die Blätter pink sind. So als wäre das so ein Cherry Blossom. Ja, cool. Hey, es ist der nächste Tag. Gestern wurde es doch ein bisschen zu spät. Aber wir haben heute gut 4-5 Stunden Zeit, um die Skizze zu übertragen. Das ist das Ziel für heute. Ich möchte die Skizze so draufpacken, dass ich morgen anfangen kann, das Ganze zu kolorieren. Ganz realistisch gesehen glaube ich, dass ich dieses Bild in 2-3 Tage schaffe. Und es wäre auch gut, denn ich muss ja jede Woche ein Video produzieren und ich brauche 2 Tage zum Editieren und dann habe ich ein schönes Wochenende. Aber wenn es nicht klappt, also wenn ich jetzt am Wochenende malen muss, ist das jetzt auch nicht die Welt. Egal. Das Erste, was wir machen, ist erstmal die Mitte finden. Ich mache die ganze Skizze jetzt erstmal nur mit einer Farbe. Das ist ein Burnt Umber. Ich habe jetzt einfach Linie. Ah, warte, ich kann hier so ein bisschen durchschauen und das genau dort machen, wo die Querstrebe ist. Genau, ich befinde mich in dieser unteren Hälfte, der Baum befindet sich in der oberen Hälfte. Ich möchte es aber eher so machen, dass der Baum ein bisschen krasser aussieht, ich eher klein bin. Das heißt, ich würde mich selbst so knapp
bis hier machen. Das werden die ganzen Kitzel dann rauspissig, weil hier so der goldene Schnitt wäre, aber das ist mir zu klein. Wir machen es dort. Es fällt mir ehrlich gesagt ein wenig schwer, über ernste Themen zu reden, die mich verletzlich und angreifbar machen. Also habe ich mich dafür entschieden, das, was ich sagen möchte, aufzuschreiben. Und ich lese es euch jetzt einfach vor. In meiner Kunst male ich gerne Mütter. Mutter Erde, Mutter der Lüfte, Mutter Land. Wenn ich das Wort Mutter höre, denke ich immer automatisch an eine starke, wunderschöne Frau. Eine Frau, die Leben erschafft und Leben formt. Ich bin letzten Monat 25 Jahre alt geworden. Ein Viertel meines Lebens ist um, wenn ich Glück habe. Meine Jugend ist auf jeden Fall vorbei. Zu alt, um manchen Star in seinen 50ern zu daten. Wenn ich Instagram öffne, sehe ich meine alten Klassenkameraden. Die meisten sind nun Mütter. Wenn ich Gespräche führe mit Freunden, kommt die Frage auf, willst du eines Tages Mutter sein? Meine Familie sagt, ich sollte nicht zu lange warten, um eine Mutter zu werden. Denn die biologische Uhr tickt. Und mein Partner, nun, der muss schon der Richtige sein, denn einen neuen zu finden, dafür habe ich keine Zeit. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich selbstbewusst und ich bin glücklich. Ich liebe meinen Job, mein Leben und meine Freiheit. Doch nun soll ich das alles aufgeben, weil sonst bin ich egoistisch. Ich verstehe, dass das, was mein Körper erschaffen kann, wunderschön sein kann. Aber es kann nicht blühen, wenn ich dafür nicht etwas aufgebe. Vielleicht ist es meine Freiheit, mein Körper, mein Job, meine Hobbys, mein Schlaf, die Nerven, vielleicht ist es auch alles. Dinge, an die ich mein ganzes Leben gearbeitet habe und die ich gerade erst so richtig zu genießen beginne. Es ist das eine oder das andere. Ich bin vollends gesund und glücklich oder Leben, welches ich kreiere, ist es. Das eine oder das andere. Und ich darf nicht egoistisch sein. Denn hierfür wurde ich erschaffen. Mein Körper hat es in Zyklen eingerichtet, mich an Schmerzen zu gewöhnen. Hierfür wurde ich erschaffen, um das schönste Geschenk zu erschaffen, was ich der Welt geben muss. Hierfür wurde ich erschaffen, um nicht mehr als eine Saat zu sein. Aber es fällt mir schwer, Empathie und Liebe zu empfinden für etwas, das mir so viel Leid bescheren könnte. Vor allem, nachdem ich mein ganzes Leben lang versuche, mich selbst zu lieben. Aber Selbstliebe ist wohl etwas, was nur bis zu der Stelle reicht, wo die nächste Person steht. Denn ich darf nicht egoistisch sein. Denk an deine Eltern, denk an deinen Partner, denk an dein Land, denk an etwas, was nicht mal existiert. Und dann denk an dich, aber sei nicht egoistisch. Ich weiß nicht, ob ich Kinder möchte, aber ich weiß, dass ich sie noch nicht jetzt möchte. Nicht jetzt, wo die Wurzeln meiner Haut aufreißen und mich zu Boden drängeln und fesseln. Nicht jetzt, wo ich all mein Geld für Reisen und Spaß und Bücher ausgeben kann. Nicht jetzt, wo ich abends ausgehen kann, wo ich neue Leute kennenlernen kann. Nicht jetzt, wo meine Kunst und Leidenschaften endlich die Zeit von mir bekommt, die ich ihnen schenken möchte. Nicht jetzt, wo ich Fehler machen kann und dumm sein kann. Ich schätze, ich bin wohl egoistisch und ich schätze, das ist mir egal. Anjo, es ist der nächste Tag. Es ist schon relativ spät. Ich musste noch ein Video editieren, so wie man das halt macht als YouTuber. Aber ich habe mir vorgenommen, heute meine Wenigkeit zu malen. Also werden wir das auch heute tun. Ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen. Fangen wir einfach direkt damit an. Ich habe eine kleine Sache zu sagen. Ja, es ist mir unangenehm, dass ich basically nackt bin. But it's art, friends. Ich möchte keine negativen Kommentare über meinen Körper hören oder darüber, dass ich nackig bin. Es ist Kunst, okay? Und Körper sind Kunst. Und ich bin nicht dafür zuständig, was euer Kopf daraus macht. Okay, let's go. Zwischenstand. Ich habe jetzt ungefähr für eine Stunde gemalt und es fließt richtig gut. Ich habe leider noch eine Viertelstunde, bis ich zum Sport muss. Und ich möchte am liebsten schon schwänzen, weil es wirklich gerade klappt.
aber ich muss auch auf meinen Körper hören. Mein Rücken tut mal wieder ein bisschen weh. Aber das heißt, voll schwer zu sehen jetzt, weil es dunkel ist und wegen der Belichtung, aber ich bin richtig happy damit, wie weich, aber auch gleichzeitig rough die Haut aussieht. Also ja, aktuell entscheide ich mich für das geringere Übel, und zwar die Periode. Das Schöne hierbei ist aber, dass es alles relativ gut kontrollierbar und vorhersehbar ist, für mich jedenfalls. Vor allem jetzt, wo ich auf Periodenunterwäsche umgestiegen bin, um ganz genau zu sein, die Periodenunterwäsche von The Female Company. Ich war nie ein Fan von Einlagen oder Tampons, vor allem aus gesundheitlichen Gründen, und die, die es kennen, verstehen mich. Zudem ist das alles einfach voll die Drecksarbeit. Und gerade sexy sieht so ein Fallschirm in der Unterhose auch nicht aus. The Female Company hat sich auf Periodenunterwäsche spezialisiert, die cute aussieht und zudem nur 1 mm dicker ist als reguläre Unterwäsche, wodurch man nicht dieses Windelgefühl in der Hose hat. Es ist hygienisch, einfach zu waschen und wiederverwendbar. Man hat also basically gar keinen Müll. Und dadurch ist es auch am Ende preiswerter. Vor allem aktuell, weil es einen Save von bis zu 50% gibt. Und mit meinem Code TFC-Shanaya15, da steht auch nochmal in der Infobox, bekommt ihr nochmal 15% on top. Und Periode und Hygieneprodukte sind hier von Körper zu Körper, von Person zu Person anders. Und das versteht die Female Company auch. Also es gibt natürlich eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr habt genug Zeit, um es mal zu testen und zu schauen, ob das euer Product of Choice ist. Wie gesagt, in der Infobox findet ihr den Link, den Code, und ja, probiert es gerne mal aus, wenn ihr Interesse habt. The traumatized heavy waters. I used to be so young and free, but now I'm bound by the bonds that bleed. I know what I should do, and I've known it for a long time, and I've only got to do it. It has been said, it's just a phase. Struggle with destiny, and I get through. No wonder I feel blue. A dream showed up and messed me up. Until your time is up, don't you ever give up. I know what I've done, and I'll give. I need a love or die, and I forgive myself another one. Ich bin fast fertig. Ich habe so ein bisschen mit den Blüten gestruggelt. Ich wusste nicht, wie detailreich ich es haben möchte. Ich weiß noch nicht, ob ich das mag, aber wir lassen es erstmal so. Ich wollte mich nur melden, weil ich jetzt den letzten Schritt mache, und zwar meine Lichtpünktchen. Weil, keine Ahnung, jetzt jedes Mal, wenn ich sie nicht mache, fehlt etwas. Eigentlich wäre das das Konzept und das Bild gewesen, aber es fehlt einfach was. Also machen wir ein paar Lichtpünktchen. Das sieht so klein aus, wenn ich hier vorne bin. Ich bin fertig. Ich habe gestern bis so 1:30 morgens gemalt. Also ich glaube, wenn man ein Mensch ist, der sich dafür entscheidet, die Elternrolle einzunehmen und das auch möchte und Spaß daran hat, kann man das hier sehen als etwas sehr Schönes. Also, dass diese Person nicht leiser, sondern so in Peace ist und in Ruhe. Ich weiß nicht, ich bin sehr happy. Ich finde, dieser Gesichtsausdruck, diese Haltung kann so viel Verschiedenes ausdrücken. Das, was halt derjenige in dem Moment denkt und hofft. Da bin ich sehr happy drüber. Ja, sagt mir gerne, was ihr davon haltet. Und ja,
Bleib gesund, bleib kreativ und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Video. Ciao, ciao.